Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute habe ich die aktuelle Look Fantastic Beauty Box für euch. Wenn ihr wissen möchtet, was sich in dieser Box versteckt, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box kommt aus England. Ihr könnt sie euch im flexiblen Abo oder Jahresabo oder wie auch immer bestellen, je nachdem, was für eine Aboart ihr abschließt. Variiert auch der Preis. Ich werde euch alle Infos dazu einfach unten in die Box schreiben. Also klickt da einfach rein. Ich habe jetzt mal den Karton aufgerissen und hier schaut uns ein oranges Etwas in diesem Monat an. In der Infobox gibt es auch einen Hinweis, wie ihr etwas sparen könnt, wenn ihr euch überlegt, so eine Box zu bestellen. Also es lohnt sich, da mal reinzuklicken. Wir haben jetzt hier die wunderschöne sommerliche orangene Box und dann noch einen Flyer von The Freshest Way to Shop Okado, The Online Supermarket. Ja, die Flyer sind für mich weniger interessant, die Box umso mehr. Das Farbdesign wechselt monatlich und das sieht jetzt wirklich sehr sommerlich aus. Wir nehmen jetzt mal direkt den Deckel ab. Und dann sieht man hier schon, dass immer im Deckel ein schöner Spruch drin steht. Das ist in diesem Monat dieser hier. Sunshine is the best medicine. Sonnenschein ist die beste Medizin. Wunderbar, das klingt richtig toll. Und dann habt ihr auch immer die Pocket-Ausgabe der britischen Elle mit dabei. Wenn ihr mögt, könnt ihr sie lesen und eure Englischkenntnisse aufbessern, denn es ist auch alles in Englisch. Und dann folgt auch schon als nächstes das Magazin von der Look Fantastic Beauty Box. Und hier ist auch das Motto mit drauf geschrieben und das ist The Heatwave Edition, also die Hitzewelle Edition. Passt natürlich dann super zur Farbe. In diesem Magazin habt ihr alle Produkte beschrieben und auch die Preise, allerdings in Pfund und auch alles in Englisch. Ich werde euch darum, wie gewohnt, alle Infos immer hier einblenden und auch die Preise dazu und am Ende des Videos auch den Gesamtwert der Box. Und am Ende des Magazins hat man auch immer eine Sneak Peek drauf für den nächsten Monat und da wird es ein Produkt von Molton Brown geben. Ein Bad- und Duschgel. Ja, klingt okay. Molton Brown hat wirklich tolle Produkte, die auch nicht günstig sind. Also da werde ich mal mich drauf freuen. Und jetzt haben wir hier die Box mit so einem schönen Klebesiegelchen. Das mache ich auf und dann schauen wir uns die einzelnen Produkte einfach mal an. Und wieder ist das Seitenpapier Papier kaputt gegangen. Ihr kennt es nicht anders von mir. Und der erste Blick sieht gut aus. Ich habe nämlich schon ein Produkt entdeckt von einer meiner Lieblingsmarken und damit fange ich jetzt einfach mal an. Das ist dieses hier von Rituals, der Cream on Nourishing Body Cream, The Ritual of Holy. Das ist mit Flamingo Flower und Pink Grapefruit, halt eine Körpercreme, eine Bodylotion. Und die Duftrichtung klingt doch ganz gut und frisch und fruchtig. Ja, die riecht richtig gut und die hatte ich auch noch nicht von Rituals, deswegen freue ich mich darüber schon mal sehr. Hier sind 100 Milliliter drin, das ist super und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Produkt. Ich habe jetzt hier als nächstes ein Tübchen drin von James Reid. Das ist der Self-Tan One Hour Tan Glow Mask Face. Ja, eine Gesichtsmaske für das Gesicht mit 25 Millilitern. Kenne ich noch nicht und ich bin bei solchen Produkten immer ein bisschen vorsichtig, weil ich Angst habe, dass es fleckig wird. Ja, eine 1-Stunden-Bräunungsmaske fürs Gesicht. Schnell bräunendes Gel für einen natürlichen Sommerton aus in 30 Minuten für alle Hauttöne geeignet. Vielleicht probiere ich das ja mal aus. Ich überlege mir das. Dann habe ich hier diese hübsche Verpackung. Die sieht sehr natürlich und ökologisch aus. Und das ist von Natura eine Herb-Infused Cheek Mask, also eine Maske fürs Gesicht. Blemish Control and Rebalance Complexion.
mit Superfood-Zutaten und die ist auch vegan. Ja, kenne ich auch überhaupt noch nicht. Diese vielfach anwendbare Maske, die mit einer Vielzahl von Kräutern und Vitaminen angereichert ist, gleicht den Hautton aus, reduziert vergrößerte Poren, hält den Ton auf und ist tief feuchtigkeitsspendend und hautpflegend. Das finde ich, klingt auch sehr, sehr gut. Ich freue mich drauf, die ausprobieren zu können. Und jetzt sehe ich hier etwas dekorative Kosmetik, so einen ganz kleinen süßen Mini-Lipgloss. Das wird eine Probegröße sein. Von Duce ist das. Der Lucious Lip Stain. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig ausgesprochen habe. Ich werde ihn hier mal von der Verpackung befreien und dann schauen wir uns den mal genauer an. So. Folie will nicht so, wie ich will. Also das ist wirklich nur so ein ganz kleines etwas in einer ja, sommerlichen schönen Farbe. Hat so ein kleines süßes Füßchen dran. Riecht irgendwie auf den ersten Moment so ein bisschen nach Schokolade und süß. Jo. Ja, das ist der Swatch. Ein sommerlicher Ton, der gefällt mir. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der mir stehen wird. Den werde ich einfach mal ausprobieren und werde ihn testen. Aber er fühlt sich jetzt so vom Swatch schon mal ganz gut an. Und die Farbe gefällt mir. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie mir steht. Aber finde ich cool. Das nächste finde ich noch viel toller, denn es ist Hardware, ein Pinsel von Luxi. Den hole ich hier auch mal aus der Verpackung raus. Und der hat hier so eine ganz besondere Form, denn der hat hier so eine ja, Auskerbung, damit man ihn besser im Griff hat, denke ich. Das ist der Luxi 737, ein Tapered Highlighting Brush. Finde ich echt schön. Er fühlt sich auch toll an. Und Pinsel kann man nie genug haben. Und darüber freue ich mich eben. Darum freue ich mich über diesen Pinsel sehr. Als letztes Produkt habe ich hier etwas, was nochmal in separater Pufffolie eingewickelt ist. Und das ist eine Palette von Bella Pierre, die Heat Wave, passend zum Motto natürlich, Heat Wave, die eine Highlighting-Palette. Und die sieht doch echt schön aus. Ich weiß, Bella Pierre ist nicht günstig. Die Palette ist jetzt aus einem ganz schlichten Plastikmaterial. Finde ich jetzt als nichts Besonderes und auch wenig ansprechend. Aber die Highlighter-Töne sind schön. Da ist, denke ich, für jeden was dabei. Und was mir gefällt, ist, dass hier einmal auch so ein peachiger Ton mit bei ist. Dann so ein ganz heller, champagnerfarbener, etwas mehr ins Bronze gehende. Dann nochmal so ein. Ja, hell orangefarbener und der hier hat so ein rosa Shift mit drin. Ich werde die einfach mal für euch swatchen und dann schauen wir mal, wie das dann so aufgetragen ausschaut. So, ihr Lieben, also die Highlighter finde ich richtig schön. Ich habe sie hier mal der Reihe nach geswatcht, von links nach rechts in der Palette. Sie sind wirklich alle unterschiedlich und schön, je nach Lichteinfall. Gefallen mir sehr gut. Und die werden genutzt, na klar. Highlighter kann man nie genug haben, wie so viele andere Dinge in der Kosmetik auch. Und ich freue mich darüber. Insgesamt freue ich mich über die gesamte Box. Pinsel super, Rituals ist immer gut. Auch den werde ich einfach mal testen. Ansonsten mal meine Mama oder so fragen, falls mir die Farbe nicht steht. Die Maske ist toll und ja, das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich selbst behalten werde, ist das Produkt von James Reed, diese Selbstbräunungsgeschichte. Das kennt ihr von mir, da bin ich eher immer skeptisch. Aber vielleicht probiere ich das ja mal aus. Ich werde euch jetzt hier einmal den Gesamtwert der Box einblenden und dann werden wir mal schauen, ob sich die Box denn so lohnt. Und davon gehe ich aber stark aus. Bei der Look Fantastic Beauty Box bin ich noch nie enttäuscht worden. Und
Die lohnt sich eigentlich immer, auch wenn da mal ein, zwei Produkte bei sind, die einem nicht gefallen sollten. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit dem Unboxing. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt und keine Unboxings von mir verpassen möchtet, dann klickt doch hier gerne einmal. Da könnt ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Und wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Unboxings und Hauls von mir habt, dann schaut doch hier gerne mal vorbei. Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Nicole.